So, es ist Mittwoch. Ich glaube, es ist Mittwoch, ja. Dürfte, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht bin ich auch schon im Urlaub. Wer weiß. So, ein BMW stand eben hinter uns. Aber das war nicht der X5, oder doch? Ein schwarz-matter Ford Transit. Oh je. Fahr doch vorbei, Junge. Ja, blockieren. Eigentlich ganz gut. So ein Drecksport Transit. So, ein bisschen rutschen. Der drückt. Ich glaube, Rennen sind ganz schön teuer, wenn man so bemerkt, man prallt immer gegeneinander. Zu spät. So, ich fahre mal in der Außenansicht weiter. So habe ich vielleicht das Auto ein bisschen besser unter Kontrolle. So mit Kurvengeschwindigkeit hat das ja nicht. Gut, der AMG ist auch sehr kopflastig. Also hier kann man durchaus im Cockpit oben fahren. Wow. Zwei Räder. Denn in den Sportwagen sitzt man so flach, da sehe ich nicht, wie ist die Kurve. Hier hat man eigentlich einen guten Einblick in die Kurve. Das ist jetzt recht scharf. Jetzt muss man sie nur noch gut nehmen. Auf die Gerade. Komm schon! Boah, ich rutsche jedes Mal, egal mit welchem Auto ich fahre. Komm schon, Drehzahl. Da hat irgendjemand einen Fahrfehler gemacht, die haben alle abgebremst. Und ein Ford Raptor. Das ist auch ein Auto für sich irgendwie. Komm schon. Fahr dich, dreh dich. Also. Oh Mann, da bremse ich schon so früh und trotzdem kriege ich die Kurve nicht. Also diese Kurve ist unglaublich kacke. Gut, dass alle Alpha-Walls hier draußen sind. Sonst würde man in vielen Kurven, glaube ich, irgendwo hängen bleiben, wenn man die so dermaßen schneidet.
Ah, Sonne. Komm schon, Dritter will ich wenigstens werden. Den Weißen müssen wir noch überholen. Das gibt's nicht, die haben genau die gleiche Beschleunigung. Nein! Ah, doch, Glück gehabt. So überholt man. So, der Ford kommt jetzt nicht mehr vorbei. Gut, Platz 1. Wo ist Platz 1? Hä? Wenn der 2 ist, wo ist die 1? Oh, der ist schon auf der Zielgeraden. Alter. Komm, vielleicht schaffen wir die 2 auch noch. Ein bisschen später bremsen. Nein! Oh nein! Ich kann nicht mehr zurückspulen. Ah, Scheiße. Oh, der Schaden ist gar nicht eingeschaltet. Den muss ich doch mal nächste Folge einschalten. Oh Mann, wie ärgerlich. Nein, ein kleiner Fahrfehler. Heute geht's aber, die Xbox, die ruckelt nicht. Gestern war ich mit dem Herr Dreamtext, der war hier zu Besuch, da haben wir ein bisschen gezockt. Da hat die sich ein abgeruckelt, das ging, das, hallo, ich habe gedacht, ich spiele hier mit 15 FPS im Schnitt. So. Fortsetzen. Gefilde von Monterey County in Kalifornien zum Mazda Raceway Laguna Seca. Der Mazda. Gut, ich mache aber mal den Schaden wieder an, der irgendwie das Auto hätte gar nicht mehr funktionieren müssen jetzt nach dem Crash. Fahrhilfen. War das bei Drive Data? Ne. Na gut, fahren wir halt nochmal. So, komm, und diesmal machen wir auch mal den ersten. It's Glitch, der nächste Rivale. It's Glitch. Oh, da stehen sie alle. Ups, Rückwärtsgang. Dass die Transit so dermaßen schnell ist? Boah, bleib drüben. Hier tut man, hier kann man auch rechts überholen. So, von meinem Handy, der Akku ist voll. Was? Das geht? Ja, du musst es nur laden. Nutzen wir den Sand zum Abbremsen.
Ah, da ist ja schon Platz 1. Oh, die Kurve ist gemein. Da kommt man so schnell den Berg runter. Und dann noch in der Kurve. So, der BMW hat einen dicken Fahrfehler. Das können wir ausnutzen. Naja. Ausnutzen ist was anderes, ne? Vorsicht. In Driften ist echt Feingefühl gefragt. Ciao. So, nun sind wir Erster. 5 Kilometer sind wir gefahren bis jetzt. 5,1. Das sehe ich unten auf meinem Monitor, beziehungsweise auf dem Bordcomputer des Mercedes. Insgesamt Kilometer sind wir schon 56,4 gefahren. Zählt der das in Real mit? Das wäre richtig nice. Dann müsste ich mal bei meinem Gallardo gucken, wie viel ich da schon habe. Gott, was eine Scheißkurve. Nicht zu viel rutschen. Das ist gut. Die haben auch gut mitgenommen. Ich würde gerne mal wissen, wie ein Auto eigentlich die Kilometer zählt. Weil wenn der das durch den Radstand, also ich sag mal, an Umdrehung des Rades misst. Und man nimmt jetzt, ich sag mal, sehr große Reifen, dann legt man ja eigentlich mehr Kilometer zurück als mit kleinen Reifen. Oder wenn man driftet, legt man ja dann auch mehr Kilometer zurück, weil die Reifen dann eine höhere Umdrehung haben. Das würde mich mal interessieren. Per GPS wird das bestimmt nicht gemessen. Müsste ich mal googeln. Ich meine, gut, ich glaube, auf den deutschen Straßen wird man, glaube ich, nicht so viele Leute finden, die im Straßenverkehr anfangen zu driften. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Vielleicht Burnouts, ja, aber driften so direkt, glaube ich, gar nicht. Kann man ja gar nicht. Wie soll man das machen? Wenn man in der Stadt oder so ist? Nein! Glück gehabt. Oh. Ah, ich habe gedacht, ich kann den BMW noch ausbremsen. Jetzt werde ich hektisch. Ich will jetzt unbedingt Erster werden. Und den BMW kriegen wir noch. Letzter Versuch. Jawohl. Jackpot! Und da sind wir Erster. Jawohl. So, 8000.
Und ich muss nur noch 2 Folgen aufnehmen. Dann bin ich schon fast fertig. Glaube ich. Ich muss dann nochmal nachgucken. So, jetzt gehe ich aber mal auf Verlassen. Tu dann noch den Schaden dazu schalten. Was denn? Du hast voll den Schaden. Und dann gehen wir mal wieder auf Free Fun einfach. Einfach mal ein bisschen. Oder vielleicht ein Le Mans rumgurken oder so. So. Freies Spiel. Fahrhilfen. Wo war das? Da. So. Nee. Strecken auswählen. Top Gear Strecke. Die große. Das Auto. Ihr wisst natürlich wen. Mein Friend. So, viele Drive-Tatars. Alle total neu. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit unserem Gallardo über dem Top Gear Test Center.